Von Fumagalli geleitet, nehmen auch der Fürst und Prinzessin Stefanie wieder Platz. Und der zweite Teil kann beginnen. Er beginnt allerdings etwas ungewöhnlich, nämlich mit der Verleihung eines silbernen Clowns an die Carillos, die Hochseilartisten dieses Festivals, durch Prinz Albert. Warum vorher? Nun, nach der Nummer wäre die Verleihung unmöglich. Warum? Passen Sie auf. Sie werden es gleich sehen. Die Carillos zeigen ihre gefährliche Nummer nämlich nicht nur hoch oben auf dem Drahtseil, sondern unter dem Seil in der Arena ist schon der Raubtierkäfig aufgebaut. Noch ist er leer, aber schauen wir mal. Pedro Carillo, der mit seiner Frau Tatiana und seinem Freund Caetolino Acevedo zusammenarbeitet, hat schon 1996 einen silbernen Clown gewonnen. Damals war er einer der 7 Hochseilartisten bei der berühmten Valenda-Pyramide und auch sein Vater wurde hier schon 1977 für seine Hochseilnummer mit Silber geehrt. Und während Pedro und Caetolino oben wild mit Schwertern kämpfen, kommen unten die Tiger. Spannung und Nervenkitzel. Dabei weiß das Publikum nicht einmal etwas von dem Vorfall bei den Proben vor 3 Tagen. Tatiana hatte sich wegen einer Erkältung eine Weste übergehängt und die fiel während der Nummer in den Käfig. Die Tiger stürzten sich drauf und zerrissen sie im Nu. Seitdem können die 3 nicht mehr ganz so unbefangen nach unten schauen. Aber die Nummer wird vorgeführt, mit all ihren Besonderheiten und Schwierigkeiten. Für dieses Können und diesen Mut der Carillos gab es in Monte Carlo einen silbernen Clown. Und jetzt wissen Sie auch, warum er vor der Nummer überreicht wurde. Danach war die Manege voll, und zwar von den 11 bengalischen Tigern.